Hallo und willkommen zurück zu Pikmin 3 Deluxe. Wir erkunden nun die letzte Map, bei der es keine Früchte mehr gibt. Schauen wir mal, Und was. wir wollen es noch nicht beenden, weil wir nicht wissen, ob wir danach noch weitermachen können für die 100%. Und wir haben ja noch. Ich meine, ich glaube, wir haben noch zwei Bossfights, also wahrscheinlich Okay. können wir einen davon sogar machen. Wir haben ja auch noch über 70 Tage Zeit. Mords die Cutscene. Dieses Signal, ob das von Captain Olimar kommt? Wenn wir Louis glauben können, muss es von ihm sein, ja. Wir dürfen jetzt nicht zögern. Abmarsch. Sag mal, dieser Turm, ist das ein Riesenbaum? Ich weiß es nicht. Vielleicht eine Eiche. Vielleicht. Meinst du, dass das genau die Location ist? Er kann vielleicht sein. Ja, es ist nicht unmöglich. Wie groß ist denn das Ganze? Ich weiß jetzt gar nicht, was sollen wir jetzt mitnehmen. Klein definitiv nicht. Ja, vielleicht fehlt uns tatsächlich das meiste in dem Gebiet. Das sieht halt auf der World Map so winzig aus. Voll schräg. Du rennst erstmal so rum. Okay. Es gibt zwei Wege, so wie es Konnte mich Ascher bislang drauf noch und nicht runter. entscheiden. Ich nehme jetzt nur rote mit. Okay, glaubst du, hier gibt's kein Wasser? Nein, ich will einfach mal. Schauen wir mal. Ach so, wegen den Blüten. Das sind einige von keine Blüte. Ja gut, machen wir das ruhig. Wir sehen ja dann. Decken wir erstmal die Karte auf. Ne, das. Jetzt ein paar Fotos machen. Hallo. Fokus auf kurze Entfernung. Tolles Bild. Großartiges Foto. Mach ein Foto mit der Kamera. Habe ich nicht auch schon mal? Ach so, ich habe einen Screenshot gemacht. Ja, du hast einen Screenshot gemacht. Das war gleichzeitig ein Screenshot. Okay. Weil das Spiel das so Guck, ich handelt. kann ja auch umlaufen. Ich laufe mal nach oben Richtung Hauptquest. Das scheint Oh, nicht. das Ding sammle ich aber ein, okay? Und dann gehe ich zurück. Ja, das kannst du gerne nehmen. An der Spitze eines hohen Turms entdeckte ich ein golden schimmerndes Objekt. Es handelt sich zweifellos um einen wertvollen Schatz. Morgen sollte ich das untersuchen, auch wenn es mir Sorgen macht, dass der aus irgendeinem Grund recht stille Louis partout nicht dorthin zu wollen scheint. Merkwürdig. Was ist da oben drin? Ja, orangener Text ist dabei. Ja, das wird passen, das müsste Journal Entry sein. Da steht Formidable Oak. Das ist das Gebiet, Dennis. Wir haben uns die ganze Zeit gefragt. Nein, das wollte ich nicht. Wie deaktiviere ich das jetzt? Ergibt dann tatsächlich etwas mehr Sinn. So. 7 ist das, oder? Ja. So. Gewieg. So. Dann. Wenn ich möchte, dass sie wieder. Wir bringen weiter. Okay, wie schaut's denn hier aus? Da kommen wir wahrscheinlich eher runter als hoch. Oh, ach so. Wenn unten eine Sackgasse ist, müssen wir wohl in den Baum. Aber das wäre jetzt ein bisschen doof. Ist da sonst kein Weg mehr? Ernsthaft? Ist das nur ein leerer Raum? Mit Kaktus. Wieso habe ich 99? Wo habe ich einen verloren? Das kann ich dir nicht beantworten. Aber leben tut er ja noch. Zu schnell gelaufen oder was? Komm her. Die rennen alle so langsam, weil sie so Also die müssen alle nicht blöd erblühen, sind. statt dass sie einfach nur grün sind. Okay. Ja, das wäre nicht schlecht. Oh, finden wir Honig. Wir hoffen, dass die Honig gibt auf der Map. Ja. Ja, die gibt es ja gar keins. Map ist groß genug. Ah ja. Ist das Olimar? Ja. Was? Ist das Captain Olimar? Was ist das goldene Ding? Wie schrecklich, diese goldene Lebensform hat irgendetwas mit ihm vor. Oh nein, wir müssen ihn schnell retten. Das Ding ist doch nicht böse. Und ich dachte echt, er redet von dem Schlüssel, der golden ist oder so. Obwohl doch nicht. Willst du reinhüpfen? Ich weiß nicht, das ist ein One-Way-Trip. Ich habe keine Ahnung, wie Naja, aber das die ausschaut. Map Oder? Ja, geht gut, dann nur in die wollen wir. Richtung Kommt und die Map wieder. ist riesig. Das Kommt kann ja wieder nicht. zurück. Das kann unmöglich hier das Ende sein. Ah ja, okay, da machen wir nur Route. Die hauen jetzt einfach ab. Oh, wow.
Nein, Ulimar. Ich hau da mal gegen. Passiert irgendwie gar nichts. Komisch. Was genau soll man mit dem Ding machen? Bomben? Das wäre jetzt eine Idee, wenn schon so ein Ding hier ist. Oder man geht weiter, weiß nicht, ob das geht. Ich habe sogar einen Mordspfeil auf der Karte, sehr interessant. Lol. Logbuch 10. Wieder gefangen. Wie oft ich auch fliehe, jedes Mal werde ich zu diesem Turm zurückgebracht. Dieses Mal verging ein Tag, seit ich das Bewusstsein verlor. Wann wird es mir nur gelingen, der Kreatur zu entkommen? Befreit mich aus diesem niemals endenden Albtraum. Ah, ich verliere wieder das Bewusstsein, Captain Ulimar. Ah, okay. Ist da noch mehr drin? Ich sag mal, kann es sein, dass wir den hier gar nicht befreien können, sondern jetzt einfach gehen müssen? Hä? Wolltest du mir wirklich sagen, dass da nichts mehr drin ist? Wir ignorieren die Kugel jetzt quasi. Oh, das Ding ist weg. Du kannst ja mal angreifen, aber ich wäre jetzt dann gegangen. Ciao. Also er haut drauf. Oh, okay. Zum Glück, es geht ihm gut. Nehmen wir ihn jetzt mit. Wir hauen jetzt also einfach wieder ab. Die Pikmin. Anders als sonst scheinen sie den Weg nicht recht zu kennen. Hä? Dann sollte sie jemand von uns führen. Ich werde die Pikmin zurück zur Drake bringen. Also dann, ich und der Captain und ich suchen den Überlichtschlüssel und stoßen dann zu ihm. Also, los geht's. Zeige den Pikmin, die Ulimar tragen, den Weg. Ulimar retten. Ja, das ist eine der letzten Anleitungen, die uns noch fehlt. Ja. Ja, die zweite kriegen wir hier auch noch. Da brauchst du dir jetzt nicht die Mühe machen, denke ich. Wenn du meinst. Ja, ich mein. Oh, lol. Ulimar retten 2. Anführer übernehmen in dieser Reihenfolge das Kommando über Pikmin. Brittany, Charlie, Alf. Ich habe schon Angst gehabt, dass wir jetzt zu zweit weiterspielen müssen und die Story dann endet. Geht jetzt von selber weg? Wo genau ist die jetzt überhaupt lang? Die ist selbstständig gelaufen. Was? Hier ging's rein? Ja, bist du bescheuert? Sag mal, unten gab's keinen Weiterweg. Wo willst denn du sonst hingehen? Ja, klar. Aber ich dachte, wenn sie zurück will, nimmt sie den Transporter hier hoch und geht zurück. Ich könnte mir vorstellen, dass das so nicht funktioniert. Ah, die Map ist also hauptsächlich unterirdisch. Oder ist es Nacht geworden? Nee, kann ja gar nicht sein. Was bist du denn? Lauf. Was kann das sein? Captain, die Lebenszeichen dieser Kreatur sind dieselben wie von der, gegen die wir eben gekämpft haben. Was sagst du da? Ist dieses Vieh da unsterblich? Wir haben keine andere Wahl. Sofortiger Rückzug, Alf. Verstanden. Ich mache mir auch in Brittany etwas Sorgen. Ist die Lebensform durchsichtig, ist sie unbesiegbar. Eingesaugte Pikmin kannst du mit der Pfeife retten. Okay, das sind dann diese beiden hier. Okay, ich hoffe irgendwie, dass das jetzt nicht der letzte Tag ist. Weil das irgendwie ein bisschen Schlag auf Schlag gerade geht. Hi! Mir fehlen Fall 5. Weiß nicht warum. Ich hab keine. Achso, Brittany hat die 5. Stimmt, das ergibt Sinn. Das ist ja. Wir haben die Map erreicht. Honig, perfekt. Mysteriöse Lebensform 2. Greife sie erst an, wenn sie sich golden gefärbt hat. Aha. Ach ja, so, okay, die habe ich gerade schon gefärbt. Hier, macht euch Blüten. Ja. Und nimm dir ruhig welche. Ja. Achso, die folgen immer Brittany und du musst die jetzt quasi irgendwo hinsteuern als Pfeil. Hallo, ich soll trinken, nicht die ganze Zeit dahin gehen. Nimmt den Honig in euch an. Hoch, vielleicht sollten wir abhauen.
Au. Oh, sie hat... Wir haben ihn verloren, lol. So viel dazu. Ulima wurde verschluckt. Wenn wir Ulima nicht retten. Hm. Also, müssen wir angreifen? Dann läuft er wieder weg. Hast du meine Pikmin damit? Ja, wo sind denn welche? Ich sehe keine. Ah, stimmt. Das war, wahrscheinlich war es nur eine Spiegelung. Wahrscheinlich spiegelt der Gegner. Na, egal. Scheiße, Ulima. Ernsthaft? Glaubst du, wir können das einfach ignorieren? Ich glaube, das ist quasi ein Reset. Verstehst du? Ja. Das war scheiße, wir haben es nicht rausgeschafft. Ah. Die sind hier. Alle. Na, willst du die töten oder ist es dir wurscht? Ich sehe gerade spontan keinen Sinn da drin, weil ich ja drum rumgehen kann. Hier ist eine Wand zum Zerstören. Oh. Also vielleicht hat oh nein, ich kann nicht drum rumgehen, wie ich sehe. Ah, okay. Ja, das ergibt tatsächlich Sinn. Noch schläft der eine. Wieso sind die golden? Was passiert da? Die sind gar nicht... Hä? Die hängen dann wohl mit dem Boss ein bisschen zusammen. Die sind fake. Willst du die in Ruhe lassen? Nein, okay. Jetzt gerade habe ich keinen Bock drauf. Tschüss, Ulima. Wir holen dich nachher ab. Genau, so schaut's aus. Ja. Ulima, wann wurde er bloß verschleppt? Oh nein, die Sonne geht schon wieder unter. Oh mein Gott. Naja, dann müssen wir eben morgen weiter. Ach so, oh, das ist ein Day Reset im Endeffekt. Okay, das ist nervig. Wir können nur erkunden und müssen. Wir müssen uns die ganze Zeit darum kümmern, dass wir nicht eingeholt werden. Toll, freut mich gar nicht. Außer wir nehmen Ulima am Anfang nicht mit. Aber. Wenn das möglich ist. Vielleicht. Wir sollten auf jeden Fall die Abkürzung schaffen nächstes Mal. Aber gut, jetzt wissen wir, dass das hier Formidable Oak ist. Ja. Großartig, ja. Ich meine, ist der Partner jetzt schon? 12. Okay. Sieht aus, als hätten wir alle verfügbar Nahrung. Ja, kennen wir. Wir haben also einen Game Over Timer. Ja. Finde ich nicht gut, sowas. Naja. Aber wir haben ja genug Zeit. Als wir versuchten, Ulima zu retten, wurden wir von einer rätselhaften Lebensform angegriffen. Allerdings schien sie es nicht auf uns, sondern auf Ulima abgesehen zu haben. Ich frage mich, was der Grund dafür ist. Wie dem auch sei, vorerst sollten wir Ulima zur Dreck zurückbringen. Danach geht das Spiel auch noch weiter. Scheiße auf Ulima. Weil wir können uns Zeit lassen, ihn zu retten, aber wir sollten halt... müssen halt trotzdem vor dem Ding fliehen. Ja, aber ich glaube, wir sind fertig, wenn wir ihn retten. Meinst du? Deswegen. Ich wette, er sagt uns dann, ja, er muss nochmal zu dem Ding. Ich weiß nicht. Weil das Ding unser Schlüssel. Ich hab da ein ungutes Gefühl. Oder das ist vielleicht so, dass so ist, dass man wieder instant landet oder sowas. Verstehst du? Okay, also du willst jetzt gar nicht dort nochmal hoch. Nee, eigentlich nicht. Dann schauen wir nach, was uns woanders fehlt. Okay, wir gehen jetzt hier in den Garten der Begegnung. Yo. Garden of Hope im Englischen. Das ist so. Ich glaube, die haben das damals mehr als 1 übersetzt. Ich weiß nicht, warum die das jetzt so seltsam gemacht haben. Kein Schimmer. Wir haben hier noch so einen gelben Zettel übersehen und den holen wir jetzt schnell. Ja. 100 gelbe. Klar, holen wir uns noch Nektar. Also wir haben hier 3 Ziele. Erstmal das gelbe Ding holen. Dann so viel Nektar wie möglich und einen orangenen Schmetterling besiegen, wenn wir einen finden. Wir müssen nach da links hoch und dann darüber. Hallo, Quarkfrosch.
Okay. Wie genau macht man das jetzt am besten? Frage ich mich ehrlich auch. Erstmal zwei Leute da hochkriegen von den drei Charakteren. Okay, warum geht das so? Ist das schon so weit unten, dass das geht? Nein. Nee. Meinst du die gelben, logisch? Ah. Schmeiß. Geh mal einer da. Obwohl, warum? Macht doch mehr Sinn eigentlich, dass ich da anfange, oder nicht? Nö, das war schon okay. Den Linke muss runter, damit du schaffst, mich darauf zu werfen. Ach so, oder wir starten hier. Ja, stimmt. Geht das gleich mit zwei gleichzeitig? Ich werde dich auch gern gleich drauf schmeißen. Ah, warte, ich muss wechseln. Ja. Hast du ja genug Pikmin, um den Linken dann hochzuziehen? Ach, warte, ich habe ihn nicht im Fokus. Komm her. So. Also kann ich ja nicht schmeißen, wenn ich ihn nicht habe. Okay, passt. Und dann braucht ihr auch Pikmin? Ja, vielleicht, aber die kannst du direkt drauf schleudern, rechts. Das ging. Okay, ja, gut. Hier wollen sie erstmal rauf. Genau, und dann kann man einen rüberschleudern. Genau. Dann hole ich dich wieder da runter, oder? Ja, eigentlich dachte ich, wir brauchen da rechts beide Charaktere, aber das geht gar nicht, oder? Wir kriegen dich jetzt nicht drauf, weil du kannst nicht geworfen werden. Und du kannst mir jetzt hier Pikmin aufwerfen, mal eine Handvoll. Ach ja. Schmeiß da den grünen rauf, vielleicht auf die rechte Plattform. Warte, ich schmeiß die Pikmin hin, dann lass du das da absenken. Oder eigentlich kannst du es jetzt schon. Du schmeißt den grünen noch auf der anderen drauf. Nur da, senk mal die Plattform ab. Ich weiß nicht, ob wir ihn brauchen, aber. Senk mal die Plattform ab. Mit einem Pikmin? Ja, das sollte doch eigentlich gehen, oder? Wow. Willst du nicht den grünen noch auf der rechten nicht Seite stört, hinschmeißen? Dass das nicht geht. Ja, gönn dir. Danke. Also ich hätte gesagt, du schmeißt den Charakter noch auf die rechte Plattform. Ach so, du. Schmeiß, ja, okay, nee, passt schon. Drauf. Hat überhaupt keinen Sinn, den auf die andere Plattform zu machen. Dann ist es eigentlich gar nicht so schwer, wie blöd habe ich eigentlich nachgedacht. Ist das dein Scheiß Ernst? Warum geht ihr denn instant hoch? Lass sie drauf. Ich wollte das halt vom Gewicht her so machen, dass ich nicht zu viele. Naja. Ja, naja, du kannst sie ja dann runterwerfen. Wieder. So. Oder ich. Ach so, daran habe ich so gar nicht gedacht. Ach, da komme ich überhaupt nicht hoch, egal was ich mache. Ach so. Als ich das letzte Mal auf diesem Planeten war, habe ich genug Schätze mitgebracht, um meinen Arbeitgeber von seinen Schulden zu befreien. Warum bin ich also jetzt wieder hier? Aber gut, hilft dir alles nichts. Ich kann nur versuchen, das Schiff so schnell wie möglich zu bergen. Okay, ja. Aber dieses Mal klappt es. Es war wohl das Letzte, was uns auf der Map gefehlt hat. Mhm. Und dann gibt es jetzt noch die Schmetterlingssuche. Ja, was das angeht, ja. Ist natürlich die Frage, wo genau die rumlaufen. Ja, da gab es keinen Tipp, oder? Oder rumfliegen, nicht wirklich. Also, ich kann vielleicht draufklicken, vielleicht sagt das dann genauer, aber... Das sind auf jeden Fall Eier. Ich sag's dir, wenn ich einen sehe. Ich hätte Honig hier. Oh! Wir haben es schon, na dann. Geil. Haben also gar nicht mehr viele gefehlt. Ja, die Toten zählen also auch. Joa, scheinbar. Macht Sinn. Okay, wir müssen jetzt auch schon nach Schmetterlingen. Mhm.
Hier ist keiner. Zumindest eine Boss auf einer Area. Aber hier ist nix. Weißt du, wo du schon gesucht hast? Keine Ahnung. Ich kann trotzdem Blümchen haben. Selbst wenn es nicht zwingend notwendig ist. Also, hier oben ist nix. Bis zu der blauen Brücke ist also irrelevant. Genauso wie der Teil hier außen irrelevant ist. Wo genau bist du gerade? Da. Warst du hier hinten schon drin? Wahrscheinlich nicht, nee, oder? Nicht so wirklich. Hm. Oh, der verfolgt mich ab. Schmetterling. So unmöglich sein, die zu finden. Da war ein Schmetterling. Hast du sie gesehen? Nein, das weiß. Ach so, weißt du die Farbe noch auswendig? Weiß ich jetzt gar nicht mehr auswendig. Ja, orange. Rot. Also aber rot heißt da. Warte mal, da ist gerade ernsthaft ein Pigment gesch. Nee, das war nicht die Pigmentseele. Ich transportiere ihn ab, aber ich denke nicht, dass das. Ja. Rot, orange brauchen wir. Ich weiß. Aber die Dinger sind halt so hoch schon und die Kamera will nicht hochgehen, also das macht's nicht einfacher. Als wäre ich hinter denen. Irgendwo wird er schon spawnen. Na, immerhin ist die Nektarsuche abgehackt, brauchen wir nicht mehr. Ja. Dann haben wir natürlich noch die Suche von Dingen zu fotografieren. Da habe ich jetzt noch nicht nachgeschaut. Warte, wen musst du fotografieren? Dinge zu fotografieren. Es sind anscheinend Dinge? Es sind anscheinend Wandmalereien. Ach so. Ist mir aufgefallen, die dass Dinge. Das wohl die Übersetzung ist. Da war einer! Da oben ist einer, ja. Hä? Ja, ich komme halt nicht hin. Du hast gar keine Pigment. Ja, der gelbe ist mir egal, da war gerade ein orangener. Shit. Wie, ja, war das nicht gerade der, war der. Was? Nein, der gelbe ist mir egal, ich will den orangenen. Der war nur ganz kurz in meinem Bildschirm aber sichtbar. Wo ist denn die Area? Boss Area. Komm her. Okay, ja, da, jetzt her. Landet er vielleicht gleich wieder irgendwo. Ich sehe den Schatten. Ich hoffe, das ist der Orange, nicht der Gelbe. Ja, ich glaube, es ist er, aber ich erkenne es nicht. Ja, da hinten. Siehst du? Siehst du den? Ja. Da musst du ihn erwischen. Ja, jetzt. Ja. Ja. Ich hoffe, dass das der Richtige ist. Ja. Ach, soll ich mich hier ansonsten, den Gelben kannst du trotzdem noch töten, wenn du hier bist. Du lässt ihn abtransportieren? Ja. Der Weg ist nicht unbedingt sicher, oder? Oh, das stimmt. Na, wenn er stirbt, wissen wir ja, wo die Leiche ist. Ach, da, ich folge ihm. Aber ich bilde mir ein, also es müsste der sein, weil. Hm? Ich meine, wir könnten auch einfach mal gucken. Ah, glaubst du, das hat sich schon aktualisiert? Muss der nicht erst gescannt das werden? Gelb hatten wir schon, okay, sehr schön. Weiß hatten wir, glaube ich, auch. Ja, ist da ist oben noch keinen roten hier, oder? Nö, rot ist der, der uns fehlt. Also laut Webseite. Stehen natürlich alle noch neu, ist neu da, weil ich sie nie angeklickt habe. Der muss gescannt werden, dann haben wir ihn. Oh, da bist du. Na, vielleicht aktualisiert sowas am nächsten Tag, das weiß ich nicht. Ja, oder direkt beim Scannen. Das würde erreichen. Schon gibt es ein Update. Naja, hier gibt es ja jetzt keine Info oder so. Aber jetzt könntest du nochmal schauen, wenn du willst. Hm. Leuchtet die ganze Zeit neu. Aber. Ah, da, jetzt ist er da. Perfekt. Der ist sogar wirklich irgendwie dahinter. Hm. Merkwürdig. Sind die einfach in der Reihenfolge sortiert, die man sie kriegt? Das kann sein, ja. Das wäre der Gig. Schlechthin. Kann tatsächlich sein.
Dann fehlt uns in dem Gebiet jetzt, soweit wir wissen, nichts. Keine Nachricht mehr, keine Kreatur mehr. Ja, ich habe die Vermutung, dass alles im letzten Gebiet fehlt. Leider ist diese Kreaturenseite irgendwie überhaupt gar nicht übereinstimmt mit unserer, was sehr strange ist. Teilweise irgendwie fehlen manche Dinge und die haben andere Sachen, Ein bisschen schräg die ist aber dann es. eigentlich dieselben Gegner nur mit anderen Farben sind. Deswegen weiß ich nicht, ob das so zählt. Oder nicht mehr anderen Farben, eigentlich exakt dasselbe Bild, einen anderen Namen. Was machen wir denn jetzt noch, damit der Tag nicht Frau verschwendet, ne? Seema? So, ich mache meine Pikmin weg, weil das macht, glaube ich, mehr Sinn. Ich bewege mich gar nicht erst. Nimm den zweiten Charakter auch mit. So, das ist hier bei der Einkerbung, da ist das erste. Da, wo wir die Frau gefunden haben. Kannst von mir so schon zum zweiten gehen, oder ich mach sie einfach alle alleine. Wenn ich's finde. Sag mir, wo ich den Autolauf hinlaufen lassen soll. So, rote Brücke, blaue Brücke. Das, also hier ist sein Charakter platziert. Im Wasser, oder was? Anscheinend ist das im Ach Wasser so, drin. warte, man schaut dieses Rohr an. Ja, okay, ich gehe dann mal dorthin und dann schaue ich das Rohr an. Okay. Ich bin hier an der Wand. Wo soll ich da was sehen? Soll ich irgendwo was sehen? Ja, ich sehe auch viel. Die schwarzen Punkte hier, oder? Oh, da erkennt man ja Okay, doch das ist ein was. bisschen schwer mit der Direction. So müsste das passen. Dann sag mir, wie ich die Kamera benutze. Schön schaut's aus. Genau, automatisch. Oder mittel, kurz, lang, weit. Achso, okay. Das wird schon reichen. Achso, das ist ja der Autofokus-Button. Erst beim fünften wissen wir, ob es geklappt hat. Achso, erst beim fünften war das erste Achievement. Five. Oh, ja, okay, du hast recht. Ja, gut. Ach, hast du schon? Ah, der da oben. Versuch dir mal in den Frame zu kriegen. Ich kann mich nicht so weit Du bewegen. kannst dich nur, du musst dich in der normalen Welt anders ausrichten, ja. Das sollte passen. Wir haben bitte ganz drauf. Ich denke mal, dass das okay sein sollte. Dann ZR, also hinten. Genau. Muss ich am Ende die ganzen Screenshots wieder löschen? Ja, was soll's? Naja. Ach, das ist dort einfach irgendwie. Warum glitzert der Tipps-Button so? Was wo? Der Plus? Frag mich nicht, warum der glitzert. Oh. Der ist ja sehr witzig, der gibt Tipps zu dem aktuellen Teil. Ach so. Wohin jetzt? Hey, warum schaut denn der eine Bodentexture anders aus? Er steht auf jeden Fall da drauf. Unterwassertunnel. Man, du kannst bei mir jetzt auch hingehen, ist eigentlich näher an dir dran. Wenn ich's finde. Das ist da auf dem Hauptweg. Wahrscheinlich unter Wasser. Nein, eine Brücke weiter hinten. Also die, die nicht selbst gebaut ist, sondern das, was quasi standardgemäß da an Land ist. Wie soll man sowas überhaupt jemals finden? Die Dinger waren ja quasi unsichtbar, bis man die Kamera angerufen hat. Aktiviert. Ah ja, hier drin dann wahrscheinlich. Warte, da Ich glaube könnte an was der sein. Wand. Schaut schon so aus, als wäre da was. Das ist eine geile View. Aber ja, da ist es. Erkennt man ja super was.
Ich hoffe, dass das auch, naja, Gut, das gut waren genug dann. erkannt wird alles. Das sind alle in hier, weil hier sind ja nur drei, wie ich sehe. Ja. Ja, dann, Sehen wir uns im nächsten Gebiet wieder. Dann. Pause. Ja, wir sind schon bei 30 Minuten, das heißt also, wir können den Part dann beenden. Ah, okay, auch gut. Wo seid ihr? Was? Na, die gammeln irgendwo ab. Ach so. Ich weiß nicht, wo hast du denn deine hingetan? Ich hatte nur zwei, also es. Ich habe auf jeden Fall die, die ich dabei hatte, alle abgegeben. Ich musste ja zum Wasser, also habe ich zwei abgeben müssen. Okay, passt. Fünf. Noch knapp 70 Versuche. 100% ist stressig in dem Spiel. Ja, wir müssen ja potenziell in jedes Gebiet eh nur einmal rein eigentlich, also sollte das passen. Ja, wir müssen einen Tag schaffen. Ja. Vorräte aufstocken. Bla bla. Gut versorgt, ja. Ja, nicht so viel passiert in dem Tag. Mir scheint, als hätten wir in den uns zugänglichen Gebieten sämtliche Nahrungsquellen ausgestopft. Auf Kobai wartet alle auf uns. Wir kehren besser schnell zurück. Ich frage mich, ob wir vor lauter Vorfreude nicht etwa vergessen haben. Ah, natürlich, wir müssen noch den Überlichtschlüssel finden. Ja, denn ohne den kannst du nicht. Ja, sonst. Dann gehen wir ja im Schneckentempo zurück und werden alt, bis wir wieder. Keine Ahnung, ich weiß nicht genau, ob das wie eine Art Wormhole dann ist oder wie genau das Na, dann funktioniert. Für Lichtgeschwindigkeit, so interpretiere ich das halt. Ich weiß nicht, warum das ein Schlüssel ist. Für die super realistische Lichtgeschwindigkeit. Ja, nennen sie halt so, aber Überlicht ist halt. Habt ihr noch was zu besprechen? Was denken Sie, will diese mysteriöse Lebensform eigentlich? Da bin ich überfragt. Wenigstens scheint sie es nicht auf unsere Vorräte abgesehen zu haben. Schon merkwürdig, wie sehr sie hinter Olimar her zu sein scheint. Also gut, Alf und ich geben Rückendeckung. Brittany, Sie bringen Olimar zur Dreck. Wird gemacht und passt auf euch auf. Ah ja. Wo gehen wir als nächstes hin? Wir werden nicht vergessen und ciao. Tschüss.